Hallo meine Freunde und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Auli. Und zwar zum 19. Teil meiner Steampunk-Anlage. Ja, wer meine Videos kennt und schon gesehen hat, der weiß, dass ich im letzten Video zwar versprochen habe, dass wir mit dem Airbrush anfangen wollen, von dem Hintergrund und die Gleisalterung oben. Ja, aber nun stand ich doch vor meiner Anlage und hatte mit, deswegen steht ja so schön, bevor es weitergeht, oh je, ihr werdet es noch sehen in dem Video. Ja, mitunter ist ja Theorie und Praxis sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Zum ersten habe ich jetzt hier angefangen, ich komme da gleich noch einmal auf das Thema drauf. Also keine Sorge, wenn ich jetzt hier ständig hin und her switche mit meinem Erzählereien. Zum einen hatte ich jetzt erstmal mit dem Deckel noch zu erledigen, oben wo der Bahnhof drauf kommt. Der, wo wir hier rechts eingeblendet sehen, den habe ich jetzt also abnehmbar. Der war, sollte ja immer schon abnehmbar sein. Ich habe bloß noch nicht so richtig Gedanken gehabt, wie ich es mache. Ich habe mich also jetzt entschieden, so kleine Holzklötzchen hier zu basteln, wo ich dann Muttern einpresse. Man hat es ja eben gesehen am Schraubstock, wo ich die so reingepresst habe. Und die habe ich da oben jetzt fertig gemacht in meiner Werkstatt. Dann habe ich die hier aufgeleimt. Und hier links, wie ich schön schreibe, konnte ich es bündig machen. Das heißt, dass es direkt unter der Platte liegt. Rechts muss ich also ein bisschen tricksen. Da muss ich zwei kleine Leistchen einbauen. Aber wie auch immer, das ist ja eine ganz andere Geschichte. Es musste halt gemacht werden, damit ich das da oben erstmal fest bekomme. Abnehmbar, aus dem Grund, ich muss das Gleis ab und zu mal drunter reinigen können. Ich habe es probiert, ich habe mir ja so selbst gebastelten Gleisreiniger mit so einem kleinen Stäbchen da und da kann ich das so reinschieben, aber es reicht nicht und ich habe auch den Druck nicht so bis in, wenn es wirklich mal eng wird, möchte ich das hier oben abnehmen können. Wie gesagt, da kommt ja der Bahnhof oben drauf. Dann möchte ich es abnehmen können und dann möchte ich, dass ich da mal die Gleise richtig sauber machen kann unten dran. Nicht, dass die mir dann bei uns stehen bleiben und dann hat man ja auch keine Freude dran. Ich habe zwar den Schienenwagen, den ich da digitalisiert habe, wo ich den Motor aus Kanada immer noch nicht habe. Mal sehen, wann er überhaupt kommt. Ist ja egal. Also egal nicht, aber wird schon hoffentlich irgendwann kommen. Und ich möchte ja die Schienenreinigungswagen jetzt nicht so häufig einsetzen, weil die ja doch irgendwo so ein, naja, so ein mechanisches Reinigungsding da machen und schleifen da bis an den Gleisen rum. Das soll wirklich also in den Bereichen sein, wo ich groß gar nicht hinkomme. Aber ich will alle Teile generell auf meiner Bahn, die ich, ja, ich sag mal, schlecht erreiche, abnehmbar machen. Auch links oben den Berg, wer ihn schon mal gesehen hat in einem meiner Videos, jetzt in den vorigen. Das ist ja dieser Styrodurberg, der noch gar nicht gebaut ist, der nur in den Grundfesten existiert. Der ist also auch abnehmbar, den kann ich wegmachen rechts. Die Industrie soll abnehmbar sein und. So dass ich eigentlich überall hinkomme. Ich weiß, eigentlich ist eine Einschränkung, man hat immer Probleme. Gerade eben jetzt hier, was ich da baue, diese abnehmbare Deckel. Das sind so diese kleinen Klemmhölzchen, mit denen ich den Deckel nachher festklemmen kann. Man sieht es jetzt hier auf dem Bild, die vier Stück. Und damit kann ich dann, wenn ich das noch reinmache, so unter die Kante hinten schieben und dann kann das vorne mit diesen eingelassenen Muttern dann ja schön verschraubt werden, so dass alles irgendwo fest ist. Wir sehen es jetzt hier, da ist das Loch, da kommt die Schraube rein in die Mutter unten. Das klappt recht gut, da war ich also wirklich überzeugt von der Geschichte, weil, naja, meine Gedanken waren immer so ein bisschen gewesen, dass ich diese Spanplatten doch wellen und so weiter und so fort. Aber das hat sich jetzt über recht gut bewährt, finde ich. Ja, das Kabel, was da rausguckt, das wird später anders verlegt. Das ist ja für den zweiten Überbau, der über das vordere Gleis jetzt hier noch drüber fahren soll oder drüber gehen soll. Das wird ja gar nicht zu sehen sein nachher. Wird das dann für die Beleuchtung, für die Tunnelbeleuchtung, die ich jetzt nicht für das benutzen haben möchte, sondern dass die Tunnelbeleuchtung ist, ja, ich habe es ja schon mal erwähnt, nur dafür da, dass ich gucken kann, wenn da was ist, dass ich da reingucken kann, dass ich was sehe. Mehr ist das nicht. Also wie diese Wartungsbeleuchtung unter der Bahn, die ich da drunter gebaut habe, die ich nur anschalten kann, damit ich irgendwas unter der Bahnplatte sehen kann, weil ich ja meine Platte von unten nicht zugänglich habe. Das wissen ja meine Zuschauer ja, dass das unten alles zu ist bei mir. Ich komme da also nicht mehr ran, weil das im Schrank eingebaut ist hier alles. Und da muss ich natürlich immer ein bisschen tricksen. Ich kann mich also nicht wie viele andere der Modellbahner unten drunter legen und da irgendwie Kabelchen verlegen. Ich muss alles irgendwo lösen können. Ja, hier kommen wir zum zweiten Teil. Das Umsetzen von Unterflurantrieben nach unten auf den Anlagenboden.
Ja, im letzten Video hatten wir es. Das Ding da, was ich gerade eingekreiselt habe, das hatte ich schwarz gepinselt. Da rechts ist noch ein Loch. Da sind Weichenantriebe drunter, also Unterflurantriebe. Jetzt hatte ich mir überlegt, denke, Mensch, wenn du mal was hast, man hofft ja nie, dass was kaputt geht. Auch wenn mal so ein Antrieb kaputt geht, ich baue die halbe Bahn auseinander, nur, oder die halbe Anlage, nur um da dran zu kommen. Also habe ich mir jetzt Sachen überlegt, wie ich diese Antriebe von direkt unter der Strecke nach unten auf den Anlagenboden zu bringen. Hier sehen wir das recht schön. Dieses Dängelchen da, diese Holzleiste, die da eingebracht worden ist, die da auch da oben mit nach schräg oben links verläuft, die überträgt praktisch die Kraft von diesen Umlenkhülsen, wie ich sie genannt habe. Ich gebe ja keine Bezeichnung für sowas, was ich hier baue. Die Kraft jetzt hier, sehen wir es auch so nach links weg auf die Weiche. Also insgesamt ist das über einen Meter, den ich jetzt überbrücken muss, von der Weiche da oben nach unten. Hier habe ich es mal aufgedröselt. Da unten, Antrieb für zwei Weichen, eine ist nachher direkt oben drüber. Da geht die Kraft rein, das sehen wir nachher noch. Dann geht es oben auf dem Umlenk von vertikal zu horizontal. Dann geht es über die Leiste nach links, also die Übertragung, auf die Weiche da oben hin. Von da und dann geht es noch nach vorne zur Anlagenkante hin. Deswegen komme ich da weit über einen Meter. Und das war ein bisschen, da habe ich sehr lange dran gebastelt. Hier sehen wir es, hier sind die Antriebe, die da hinten reinführen. Und es funktioniert. Ich muss ehrlich sagen, ich war sowas von überrascht. Die Antriebe machen wirklich ganze Arbeit. Natürlich muss man gucken, dass alles leichtgängig ist, dass alles nicht irgendwo sperrt und drückt und macht. Und ich habe es hinbekommen. Also es war Arbeit, ohne Frage. Aber ich habe es hinbekommen. Ja, jetzt der rechte ist der Antrieb, der nach links weggeht. Der geht dann praktisch jetzt hier nach oben über so eine Hülse mit einem Federdraht drin. Jetzt kann ich mal hier so ein bisschen reingucken. Da sehen wir, wie das da hinten umgelenkt wird, sofern man überhaupt irgendwas sieht. Oder bewegt sich was, man sieht es. Dann geht es hier weiter auf diese Leiste. Die ist also dahinter auch nochmal gelagert worden. Und hier vorne ist der ehemalige alte Antrieb auf die Weiche hoch. Und wir sehen, funktioniert. Ja, auch hier Theorie und Praxis, beziehungsweise die Lok wird mir beweisen, ob es funktioniert. Sie fährt nach links, da geht es ja in den Schrankwendel rein und sie fährt auch wieder zurück. Das ist das Leichte an der ganzen Geschichte. Jetzt schalte ich um und die Lok soll hochfahren auf meinen Bahnhof links oben, wie er bis jetzt bloß heißt. Der hat also noch gar keinen Namen. Da also über die Brücken hinten drüber und so weiter und so fort. Also das funktioniert. Also ihr könnt mir glauben, ich habe das, ich will nicht sagen 100 Mal, aber 99 Mal bestimmt getestet, dass das Ganze irgendwo funktioniert. Ich habe Waggons hinten dran gehangen, ob das funktioniert. Mir war wichtig, dass die Weiche eben entsprechend weit rüber geht mit ihren Zungen, dass das Ganze auch berührt wird. Hat funktioniert. So, das war ja nur die halbe oder noch nicht mal ein Drittel der Miete. Jetzt kommt, oder sagen wir mal die Hälfte der Miete. Jetzt kommt jetzt auf der linken Seite der ganze Spaß auch nochmal, weil hinten, wo das hier hinführt, jetzt gerade so ganz hinten in die Ecke rein, das sind fast 2 Meter weg, sagen wir mal 1,50. da komme ich gar nicht mehr richtig hin. Da habe ich so gekämpft, da hinten hochzukommen, dass die Weiche, die praktisch bei dem Styrodurberg da hinten, der jetzt abgenommen ist übrigens zum Teil, zum Bauen, da hinkomme. Hier habe ich jetzt mal gezeigt, wie so ein Stängelchen, der die Kraftübertragung nach oben macht, wie leichtgängig das Ganze ist. Man sieht, wie schön das hier so dahin baumelt. Deswegen habe ich das mal so ein bisschen aufgenommen, jetzt hier mal ohne Beschleunigung, ohne Speed, sondern wirklich nur in der Einfachgeschwindigkeit. Dann muss das da oben reingefummelt werden. Hier sieht man, habe ich wie so einen Haken gebogen, der dann oben in diesen Federdraht reingreift. Früher auch der Unterflur, man sieht ja rechts da diese Klebereste, ne? Hinging, da habe ich den ganzen Quatsch da oben jetzt reinfummeln müssen. Das war ein bisschen umständlich, das sieht nämlich hier, die Kamera kommt von unten. Aber ich stehe ein Stückchen höher, also ich bin bald irre geworden. Aber ich habe es hinbekommen und konnte dann diesen Umlenkstängel, wie bezeichnet man denn sowas hier überhaupt, diesen Umlenkstängel, den konnte ich jetzt hier reinkleben. Jetzt habe ich ihn erstmal nur so hingestellt. Da oben sieht man schön, wie das Ganze da jetzt da so reingreift in diese Weichengeschichte. Und das funktioniert, das klappt wunderbar. Also ich hätte gedacht, Mensch, wenn du die Antriebe so weit wegbringst, und da habe ich auch schon gelesen mit Anteschreiben, Gottes Willen, so nah wie möglich ran.
ich habe es versucht, das so zu bauen, dass da eigentlich nichts kaputt gehen kann oder nichts rausrutschen kann, in welcher Form auch immer. Hier unten den Kleber, den habe ich mit dem Airbrush ein bisschen wegpusten müssen, dass mir dann nicht dieser Antrieb da verklebt. Hier sehen wir es nochmal sehr schön, wie das da oben funktioniert. Da kann auch nichts ausrutschen, da kann nichts verrutschen. Alles ist fest verankert, alles fest verklebt. Da habe ich dann hier so eine kleine Hölzchen noch an die Seite ran gemacht und das Ganze, dass das schön stabil steht, weil nur da unten ein bisschen fest ist, ein bisschen mager gewesen. Aber so fest muss es ja nur auch oder nicht sein. Also ich brauchte keine dicken Holzleisten dahin zu kleben. Da haben diese kleinen Leistchen durchaus ausgereicht. So, jetzt kommt die andere Leiste, die zum Weichenantrieb geht. Wird einmal so durchgebohrt, einmal so, dass jetzt hier wie so eine Art Langloch entsteht. Ja? Weil der Draht, der bewegt sich ja da so ein bisschen im Radius. Und einfach nur ein Loch durch reicht ja nicht. Das muss ja dann auf sich da, genau wie man es jetzt hier sieht, so schön innerhalb von diesem Holz Stab da irgendwo bewegen können. Das ist der Weichenmotor. Hier habe ich bloß zeigen wollen, dass man das schön einstellen kann, also dass ich das immer noch korrigieren kann, wenn das oben der Druck nicht richtig passt. Das mache ich über so eine kleine Schraube auf der anderen Seite und so sehen wir jetzt, wie die Kraftübertragung darüber kommt auf dieses Umlenkteil. Das ist also der dickere Federdraht, der hier hochführt. Hier kann ich noch einstellen mit links und rechts, wie weit oben das Ganze schalten soll. Das habe ich einfach nur durch solche kleinen Hülsen hier gemacht, vom Abisolieren vom Kabel. Und so lang, wie ich die geschnitten habe, die ging relativ straff drauf, konnte ich das schön einstellen, so dass ich das Optimum raushole. Einmal hier über das Einstellen, einmal dann über die kleinen Kabelhülsen da drüber gezogen. Wunderbar, hat super geklappt. Hier ist jetzt der Antrieb nochmal nach hinten weg, der da ganz, ganz hinterführt. Dann geht das da hoch. Da sehen wir nur diesen kleinen Draht, der ist unterwegs verklebt worden. Da oben sehen wir auch so einen Kupferdraht. Funktioniert prächtig, war aber eine, ich sag's mal ganz deutlich, eine Schweinearbeit. Es hat mich fast die ganze Woche gekostet, wie ich jetzt hier gebraucht habe, vom letzten Video zu diesem Video. Da habe ich mich im Grunde genommen nur damit beschäftigt. Also diese Umlenkteile, das musste so präzise gearbeitet werden. Aber ich sag mal, es hat sich gelohnt. Also ich kann jetzt hier alles schön wieder meine Schäden beseitigen. Ich kann das schön verspachteln jetzt hier alles. Ich kann das versuchen, ordentlich wie möglich hinzukriegen. Man muss es ja nicht übertreiben. Da kommt ja sowieso nachher noch Schotter hin. Dann kommen ja da Grünzeug hin und Pflanzen und Bäume und Büsche und wie auch immer, so dass im Grunde genommen nachher später das alles überhaupt kein Problem sein wird, dass das alles schön aussieht und ich da jetzt mir keine wirklichen Gedanken machen brauche, dass das dann eine harte, gerade Linie, nee, das ist ja naturnah, das soll ja so sein. Und die Grundierung, die wird jetzt nochmal aufgetragen, das heißt, jetzt wird alles nochmal, was ich bis dahin eingebaut habe, schwarz gepinselt. Das ist nicht wirklich wichtig, aber ich hatte ja gesagt, ich will die ganze Anlage grundieren, schwarz, so dass ich, wenn mal irgendwas durchblitzt, nicht immer gleich so helles Holz sehe oder wie auch immer, sondern dass ich sagen kann, okay, ich habe jetzt hier alles schön fertig gemacht und wenn da mal irgendwo Gras oder wie auch immer ist, dann kann das schön da irgendwo, naja, eine Grundierung halt drunter, ne? So dass eben keine Probleme entstehen, dass da irgendwann alles mal so durchblitzen kann oder wie auch immer, oder wenn Licht scheint, dann siehst du irgendwas Helles durchgehen oder irgendwas in der Art, und das wollte ich halt nicht. Okay, meine Freunde, ich danke euch recht schön. Jetzt aber versprochen, in der nächsten Folge geht es mit dem Airbrush und den Gleisaltern los. Und auch der Hintergrund wird gemacht da. Das Blaue wird, das bleibt ja nicht so. Wir haben ja eine Steampunk-Anlage und hier eine kleine heile bunte Welt oder sowas, ne? Alles klar. Wenn du mich noch nicht abonniert hast, mach's doch bitte. Ich freue mich. Das ist doch die Bezahlung eines Videomachers. Eine Bewertung in Form eines positiven Daumens wäre immer schön, aber das ist keine Bettelei. Mach, wie du willst. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Dann sage ich, mach schön gut, dein Aquapainter. Tschüss.